Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joseko und wir sind in Human Fall Flat. Warum? Ganz einfach. Es gibt ein neues Level und da wollen wir auch sofort rein. Wir wählen es aus. Es ist unter Extraträume verzeichnet und es nennt sich Forest. So, und da gehen wir auch sofort rein. Und dann landen wir auch irgendwo und zwar genau am Anfang. So muss das sein. Oh, das ist eine Schneekanone oder sowas. Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, ich kenne das Level. Dementsprechend sollten wir hier auch, wenn ich nicht zu viel Scheiße baue, recht zügig durchkommen. Und ich werde auch nicht mich genau umgucken, so wie ihr das von mir kennt. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, an welcher Stelle ihr in das Video gekommen seid. Also, habt ihr das Video genutzt, weil es euch vorgeschlagen worden ist? Habt ihr das Video genutzt, weil ihr nicht weiterkommt und es über die Suche habt? Und wenn ihr nicht weiterkommt, an welcher Stelle? Das würde mich mal interessieren, wo für euch hier in der Level, hier in der Level, gute Deutsch, hier in dem Level die Schwierigkeit lag. So, ich habe da auch meinen ganz persönlichen Favoriten, wo ich ein klein bisschen länger hing. Zumindest um den offiziellen Weg zu finden. Abkürzen war gar kein Problem. Nein! Ja, es war nicht diese Stelle, keine Sorge. Das war woanders. So, jetzt aber. Bin ich eigentlich total bedeppert? Ich glaube schon. So. Eben auf Anhieb geschafft und jetzt falle ich darunter. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit festgestellt, dass es doch einfacher ist, das ganze Ding mit Maus und Tastatur zu spielen und trotzdem spiele ich es mit Controller. Liegt einfach daran, dass man besser die Hände steuern kann, als das mit dem Controller teilweise der Fall ist. So, ihr könnt das Holz einfach rausziehen. Ansonsten habt ihr auch hier rechts noch so ein Brecheisen, das könnt ihr da rausholen und es damit machen. Das war wohl auch der Gedanke. Ich nutze einfach diesen Weg, weil es ein bisschen schneller geht. Okay, damit haben wir auch die ersten zwei Aufgaben sogar schon bewältigt. Erste war das Auto, die zweite war dann das Tor gerade. So, hier geht's weiter. Ich habe mich dazu entschieden, ob es der offizielle Weg ist. Keine Ahnung, für mich ist er offiziell und es hat nichts mit Abkürzen oder sonst was zu tun. Deswegen nutze ich diesen und springe dann hier auf den Heizkessel drauf. So, da können wir auch ein bisschen hochklettern. Ah, ein bisschen besser sollte das schon gehen. Komm schon. Ja, es ist ein bisschen frickelig. Egal. Hey, mach die Arme hoch. So geht das. Hoch und dann könnt ihr nämlich darüber springen und seid oben am roten Stromkabel, wo wir hinwollen. So, ich denke aber, dass wir da von der anderen Seite hätten eigentlich hoch gemusst, nur habe ich diesen Weg als leichter erachtet. So, dann gucken wir direkt mal. Hier, das rote Ende in das rote Loch. Passt. Und dann können wir schon mal das andere ein bisschen so zurechtlegen, dass wir da gleich gut dran kommen. Okay, das hätten wir. Dann holen wir uns schnell den Wagen. Komm schon. Ah, noch ein bisschen weiter. Bisschen bekommen. Ein bisschen geht noch. Du sollst nicht stehen bleiben. Geht doch. Immer meckern. Wie mit meinem Hundi. Der hört auch nicht. Nur wenn man meckert. So. Na gut, das rote Kabel ist erledigt. Ich denke, dass wir von der Lore hätten da irgendwie hochgekonnt. Ich weiß aber nicht wie. In der Lore befindet sich dann das blaue Kabel, damit wir auch alles mit Strom versorgen können. Oh, komm schon. Und rein in das Loch da. Passt. Ganz ohne Gegenwehr hat das geklappt. Gucken, ob das genauso gut funktioniert. Perfekt. Und jetzt hat sich hier das Tor geöffnet. Damit sind wir auch schon drin. Hier haben wir die Spitzhacke. Empfehlung, nimmt sie in die rechte Hand. Die werden wir nämlich jetzt mal brauchen. Und dann können wir hier hinten das Rad umdrehen. Und ihr seht schon, da oben ist ein Tor, das ist zu. Und dann mit der linken Hand drehe ich jetzt hoffentlich. Also geht das schon. Hey, bin ich gerade. Bitte. Das sollte besser gehen. Ah. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, hier hing ich eben auch ein bisschen, bis ich die Hacke geschafft habe, irgendwie da mal richtig reinzulegen, um hier das Rad zu blockieren. Hat funktioniert, das Rad ist blockiert und dann sind wir auch an der Stelle vorbei. Hier ist die Aufgabe ein bisschen ja, nerviger. Ihr kriegt ein Achievement, wenn ihr mit der Abrissbirne da hinten die Statue kaputt macht, die dort steht. Das werden wir aber, glaube ich, nee, das machen wir nicht. Ihr wisst es auf jeden Fall, ist ja kein Problem. Ihr müsst ja dafür nur den Hebel gleich umlegen, um das zu machen.
Hier an der Stelle kann es einen kleinen Bug geben. Und zwar, dass das Tor nicht richtig aufgeht beim ersten Mal. Dann müsst ihr das Level einfach nur kurz neu starten. Und dann, also die Mission hier, den Abschnitt. Und dann könnt ihr auch direkt weiter. Aber das dürfte diesmal geklappt haben. Falls ihr es gehört habt, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Wunderbar, dass ich das vergessen habe zu muten. Das ist der Nachteil bei WhatsApp auf dem PC. So, und merkt ihr gleich, dass ich wenig Freunde habe, weil so viele Nachrichten kriege ich nicht. Haha. Gut. Die Schienen müssen komplett freigeräumt werden. Das war mein Handy auf der anderen Seite, das jetzt auch erkannt hat, dass ich eine Nachricht bekommen habe. Ja, wunderbar. Schon so lange nichts mehr aufgenommen, dass ich voll vergesse, hier die ganzen Sachen zu deaktivieren. Oh, ich werde auch schon immer unprofessioneller. Okay. So. Du auch noch weg. Ihr könnt auch hier übrigens mega Pech haben, das hatte ich auch schon, dass ihr sehr viele kleine Steine bekommt, anstatt hier diese Steine, die noch recht groß sind. Sag mir nicht, dass der festhängt. Nein, und wir haben den Bug. Das ist genau das, was ich meine. Der hängt noch in der Wand, damit könnt ihr dann einfach sagen, Load Checkpoint, dann ist die Wand wieder zu. Weil ihr den nicht wegbekommen werdet und ihr kommt auch nicht mit dem Abrissbirne da nochmal dran und ihr kommt mit dem Wagen erst recht nicht dran vorbei. Also, wie gesagt, einfach nochmal schnell rein. Versucht gar nicht, euch da zu lange aufzuhalten. Ja, und komm schon. Bin weit rechts am besten. Ah, das sieht doch nicht. Ah, doch, das sieht besser aus. Und alles nochmal. Macht ja so viel Spaß. So. Jetzt wäre es die richtige Zeit, sich eine Putzfrau zu holen. Oder eine andere Person, die das für einen erledigt. Wobei, das heißt ja gar nicht mehr Putzfrau, ne? Das heißt ja irgendwie Haushaltshelfer oder so. Weiß nicht, korrigiert mich. Habt ihr Zeit? Dauert eh ein, zwei Minuten, bis hier der Weg komplett freigeräumt ist. Hauswirtin habe ich gerade im Kopf. Aber das ist es auch wieder nicht, ne? Ja. Ein Riesen. Ah, nervt das. Ja, dann erstmal hier einen kleinen Stein wecken, dann machen wir das hier mit zwei hin. Bin ich gewohnt. So, leider liegen hier echt unglaublich viele Steine. Das sind mehr als eben. Aber dafür ist das Tor diesmal offen. Okay. Jetzt räumt doch nicht den ganzen Blödsinn hier weg. So, du weg. Du auch weg. Ich weiß nicht warum, aber das finde ich ein bisschen doof, die Aufgabe hier. Das geht einfach nur darum, dass wir das Video hier auf über 10 Minuten strecken. Mehr Sinn hat das nicht. So. Aber wer mich kennt, weiß, ich habe, glaube ich, kein Video bisher. Doch, ich habe ein Video auf dem Kanal unter 10 Minuten. Aber davon mache ich es ja nicht abhängig, das wisst ihr. So. Bei mir heißt das immer, ich starte ein Level, ich beende ein Level. Außer bei dem letzten großen Projekt, da habe ich das nicht so gemacht. Lag an meinem Aufnahmepartner, sonst wären das nur 8 Folgen geworden, glaubt mir. So. Okay. Dann schon. Weg damit. Und dann gucken wir mal weiter. So, auch hier heute nochmal, macht das doch auch nebenbei. Sagt mir doch mal, ob es Spiele gibt, die jetzt vielleicht gleich rauskommen, also bald, und an denen ihr Interesse hättet, dass man da eine Lösung draus macht. Und da wäre es dann halt auch ganz sinnvoll, wenn das am besten in Level unterteilt ist, so dass man gut sagen kann, ja, hier, wir machen das jetzt zu Ende und das jeden Tag eine Folge mit einer neuen Mission oder sonstigen Sachen. Und ich finde das persönlich immer schwierig. Ich würde auch große Spiele aufnehmen, das wäre kein Problem für mich. Situation ist da aber irgendwie, dass ich nie weiß, wie soll ich denn die Folgen dann am besten schneiden, weil wenn ihr nach einer Lösung sucht, ist es ja relativ doof, wenn ihr, sag ich mal, dann auf die nächsten Tage warten müssen, bis die Folge dazu rauskommt. Deswegen brauche ich immer irgendwelche Spiele mit einer Kampagne, die in Abschnitte unterteilt ist oder
So wie hier, du hast mehrere Level, die du spielen kannst, dass man immer zusammen durchspielt. Da muss man nur nach dem richtigen Level suchen und kommt direkt weiter. Ups. So, ich nehme jetzt mal einfach was, weil es jeder kennt, nehme ich mal Witcher so als Beispiel. Soll ich da, wenn ich da sowas aufnehmen würde, sollte ich da hingehen und sagen, hey, für jede Quest, weil man weiß ja nicht, welche Quest jetzt gerade ein Problem ist, dann habe ich aber auch Videos dabei, die haben null Aufrufe und das ist halt auch dann ein bisschen ernüchternd. So, jetzt holen wir uns den Wagen. Ich habe festgestellt, hier rückwärts laufen ist doch etwas schneller. Weil vorwärts, weiß ich nicht. Ist ja nicht so, als würde das jetzt so schnell gehen. Aber können wir jetzt nicht umdrehen? Ja, das sieht doch noch einen Tacken schneller aus. Dauert trotzdem ewig, bis wir ankommen. Daher, hier habt ihr Zeit, irgendwie mit mir zu kommunizieren. Und wenn ihr Fragen habt, dann immer in die Kommentare. Ich kann auch nochmal darauf hinweisen, es ist für mich nicht Sinn und Zweck der Aufgabe, schnellstmöglich ans Ziel zu kommen, sondern der in meinen Augen offizielle Weg zu gehen, damit ich auch die ganzen Wege zeigen kann. Ich habe halt immer wieder Kommentare, ja, du kannst da hochspringen, dann ist das Level direkt vorbei, hey, du kannst da über die Mauer klettern. Muss ich nicht. So, das hätten wir. Nur um an diese Lampe zu kommen. Haben wir das jetzt gemacht und Abflug, nächster Abschnitt. Hier geht es auch direkt weiter. Hier klettern wir hoch. Und so. Und so. Und so. Und hopp, damit wir auch Abwechslung ins Video kriegen. So. Hier hoch. Auch. Langsam. Nähern wir uns dem nächsten Gebiet. Und hopp. Schon. Passt. Die Kiste nehmen wir mit. Und damit klettern wir ja, hier so ungefähr rüber, hoffentlich. Ja, schön über das Holz. Perfekt. Die braucht man nämlich genau an dieser Stelle. Okay, das haben wir. Einmal schnell hoch. Nochmal hoch. Und dann kommen wir gleich zu der nächsten, ich sag mal, nicht blöde Aufgabe. Also, sie macht, es ist halt schon cool, weil es sehr, sehr abwechslungsreich ist. Aber ja, sie kann dann schon mal ein bisschen zu Weißglut treiben, wenn das nicht so will, wie man es gerne hätte. So, und zwar, ihr seht schon das rote Flugzeug. Der rote Baron ist auch hier gelandet. Glaube, Manfred hieß er. Ich weiß nur den Nachnamen nicht mehr. Ja. Aber ihr wisst das bestimmt. So, okay. Jetzt muss der Ring vom Ding. Ja, das klingt falsch. Mal schauen. Mach mal das Ding vom Ring, den Ring vom Ding. So, passt. Okay, und dann holen wir das Flugzeug schon mal ein bisschen nach vorne in der Hoffnung, dass wir den Ring dann. Ja, klappt natürlich nicht so ganz. Der muss nämlich da oben drüber. So, legen wir den einfach mal dahin und dann ziehen wir das Flugzeug wieder vor. Nicht runterrutschen, Ring. Du bist doch nicht mehr ganz dicht. Folgender Blödsinn. So, einfach mal versuchen. Rechts haben wir ja Glück und der geht da einfach hoch. Hey, ich rede von Glück. Oh ja, erster Abschnitt ist geschafft. Kommst du auch über den anderen drüber? Ansonsten müssen wir nämlich auf das Flugzeug klettern. Aber wir versuchen es mal, wenn wir da richtig hinter. Oh ja, wir haben es geschafft. Ja, wunderbar. Okay. Und dann schieben wir das Flugzeug hinten auf die Rampe zu. Und da wollen wir auch drüber. Vom Ring, geh weg. Nicht jetzt. Das tut doch jetzt nicht Not. Gut, klappt. Das kann ruhig ein bisschen Schieflage bekommen, das Flugzeug. Das ist mir egal. Mannequin, lass los. Du sollst da rumlaufen, dann nimmst du dir das Ding in die Hand und dann schiebst du das da drüber und dann ist das gut. Okay. So. Und weiter, 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 weiter. Da drüber. Ah, du schaffst das. Gut, da sind beide Räder drüber. Wunderbar. Vorteil, jetzt rollt es nicht mehr zurück. Und dann klettern wir hier noch schnell hoch. Sag schnell hoch. Und hopp, passt.
Erledigt. So, hier gucken wir uns gar nicht lange um. Hier geht es direkt weiter und holen uns hinten den Wagen, den wir als nächstes brauchen. Denn wir sehen da oben links schon ein Kabel und einen Fernseher. Ich glaube, mit dem Fernseher gibt es ein Achievement, bin mir aber nicht so sicher. Wo es auf jeden Fall eins gibt, wenn ihr da links runterspringt zu dem Feuer und die Marshmallows verbrennt. Da bekommt ihr auf jeden Fall ein Achievement. Könnt übrigens direkt, wenn ihr das gemacht habt, da hinten den Abhang runterspringen, dann seid ihr wieder hier oben. Von daher kostet das auch nicht so viel Zeit. Okay, das hätten wir. Hier schnappen wir uns schon mal das blaue Kabel. Achso, ich sollte auch loslassen. Na gut. Ah, geh weg, Wagen. Braucht kein Mensch mehr. Geh weg. Geh weg, geh weg, 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 weg. Und wenn du runterfällst, ist mir egal. Ich will das Kabel haben. Gib mir das Kabel. Lass das los. Hey. Hab ich aber jetzt aber wirklich gut gerettet. Kein Problem, kein Problem. So, dann bringen wir das erstmal hier dran. Passt. Und das andere holen wir uns auch. Passt. Okay. So, nur dass wir die beisammen haben. Okay, das haben wir. Dann öffnen wir jetzt das Haus. Der Einbruchssimulator haben wir auch gespielt, aber nicht auf dem Kanal. Mal los, das. Passt. Und dann haben wir einen Fahrstuhl. Wenn wir den nämlich hier andrücken, dann dauert das zwar ein, zwei Sekunden, bis der hochfährt, aber den brauchen wir. Hat er jetzt? Ja, hat er. Okay. War unten eh schöner, ich habe Höhenangst. So. Da ist die Spitzhacke wieder. Diesmal brauchen wir die nicht. Wir brauchen das Fass. Hier geht es nämlich weiter. Und dann hier drüber. Ja, zeigt uns seinen knackigen Hintern. Werde ich direkt gesperrt. Was wir brauchen, ist diese Energiezelle. Die Tür ist halt für eure Mitspieler, damit ihr die hier rüberholen könnt, wenn die die Sprünge davor nicht schaffen. So als kleine Abkürzung bitte. Wir brauchen sie auf jeden Fall nicht. Wir schmeißen einfach mal nicht dahinter. Tu die mal da drauf. So. Gut, dann passen wir da auch noch rein. Einmal den Knopf drücken. Ich glaube nicht, dass das hat, oder? Ey! Jetzt hat das. Man hört das an dem kleinen Knacken. Und jetzt geht's nach oben. Was wir mit der Energiezelle machen, ihr könnt es euch sicher denken. Geht mal wieder weit hinauf. Ist übrigens in irgendwie jedem Level so, also in fast jedem der neueren, wir müssen alle immer nach oben kommen. Der Ausgang ist immer oben und dann fallen wir wieder runter. Okay. Ich bin mir nicht so sicher, ob das gleich funktioniert. Deswegen lege ich lieber das Ding mit hier auf die Hebebühne. So, das Ding nehmen wir auch. Den selber drauf und klappt das? Komm, komm, komm. Männchen, hab Glück und treffe es. Sehr gut. Wir wollen nämlich da hinten drauf. Aber das machen wir übers Dach. Ja. Ob das so zielführend ist, fraglich. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt den Käfig hier vorne rüberholen an die Ecke. Bis hierhin. Dann stellt ihr den hochkant und dann könnt ihr direkt da drauf springen. Oder aber ihr macht das Ganze von der Seite aus. Klettert hier auf den Käfig. Ich glaube, es gibt ein Achievement, wenn man da reingeht. Weiß ich aber nicht. Könnt auch außen rumlaufen. Ist zwar ein etwas längerer Weg, aber trotzdem kein großes Hindernis. So, ihr habt es gesehen. Hier ist noch eine kleine Schlucht. Da bitte nicht reinfallen. Und dann seid ihr auch schon hier oben im nächsten Abschnitt. Hier geht es darum, ihr kennt es noch aus dem Eislevel, der Schneeblock muss da vorne dran und darf dabei nicht schmilzen. Habt aber eine kleine Vereinfachung, denn hier liegt eine Holzplatte. Die könnt ihr euch einfach schnappen. So. Und dann, it's magic time. Warum kriege ich ihn da drauf? Ich liebe diese Kamera. Nicht? Ey, das war ein guter Plan. So. Ah, machen wir mal richtig hier. Und von unten am besten, ne? Komm, gib mir einen Schneeblock. Passt. So, und jetzt habt ihr kein Problem mehr, den Schnee
Eisblock durch die Sonne zu fahren. So, und dann kommt er nämlich nur hier vorne dran. Und ihr habt eine perfekte Rampe gebaut, wie eine Kiste, um hier hochzukommen. Das hätten wir. Hier gibt es übrigens das nächste Achievement, einfach nur indem ihr hier hochgeklettert seid. Ah, zeigt uns einen knackigen Hintern wieder. Und ab nach oben. Geschafft. So, da ist eine weitere Statue von uns drin. Die könnt ihr auch leicht rausholen. Müsst ihr aber eigentlich nicht. Ich mache es nur mal gerade trotzdem. Braucht ihr einfach nur das Feuer zu nehmen und ihr schmeißt das da dran. So, Mannequin draußen. So, das Eis schmilzt. Seht ihr? So einfach geht's. Okay, hier habe ich mich dazu entschieden, nicht außen rum zu laufen, sondern einfach hier hochzuklettern. Ist jetzt nicht das große Problem, würde ich mal meinen. Und dann müsst ihr aber trotzdem noch hier rüber. Das hätten wir. Ja, komm. Und einmal hier. Und dann. Hepp. Ja, ich wusste ja, wo ich hin will, deswegen habe ich das so gemacht. Aufpassen, dass er nicht runterfällt, ne? Und das sieht mir auch ziemlich so nach dem offiziellen Weg aus, den es hier zu gehen gilt. So, hier hatte ich am Anfang ein bisschen so Bedenken, schafft man das? Und ja, man schafft es. So, damit haben wir auch diesen Sprung geschafft. Und den Sprung aufs Flugzeug, ihr könnt euch auch an der Befestigung langhangeln, an den Kabeln, die da oben liegen. Da es abwärts geht, sollte das auf jeden Fall kein allzu großes Problem für euch darstellen. Und hier gehen wir dann nur noch mal vorsichtig außen rum. Nicht runterfallen. Sagen Sesam, öffnen Sie sich. Geh nach eben rein. Holen uns die Holzplatte hier weg. Und ihr seht schon, was dahinter ist. Da finish. Dann danke ich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch noch einen schönen Tag und alles Gute. Bleibt gesund.